Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas Lonesome Road. Ich habe mir den Schlafsack endlich geholt, Leute. Ja, ihr habt es mir nochmal genau gesagt. Ich habe ja ein bisschen mehr aufnehmen müssen, weil Vorarbeiten und so. Naja, wo haben wir ihn denn? Den Jetzt wird's hart Schlafsack? Nein. Den habe ich jetzt gar nicht hier irgendwo. Keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht habe ich ihn schon überscrollt, aber... Ich habe ihn, den Jetzt wird's hart Schlafsack. Vielleicht ist er bei Hilfsmittel? Ach, da haben wir ihn ja. Tragbarer Schlafsack. Hey Camper, Licht aus, schließen Sie den Pip-Boy, um zu schlafen. Ja, gut, da kann ich jetzt das Ding nutzen und kann mich dann hier ausruhen. Werde ich aber wieder wegpacken, weil der wiegt 15 Gewichtseinheiten. Das ist mir dann doch ein bisschen viel, ne? So, ich hoffe mal, dass hier keine Todeskrallen kommen, weil die sind echt garstig, die Dreckviecher. Lalala. Ja, ich habe schon gemerkt, dass meine Spielweise so ein bisschen auf Unliebe stößt gerade, aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht, weil mir muss es ja Spaß machen, Leute. Ne? So. Ja. Ich will natürlich auf euch eingehen, aber wenn ich dann sowas sehe, dann habe ich auch nicht mehr so richtig Bock auf das Spiel, gebe ich zu. So gar nicht. Ist jetzt kein Geningel, ihr wisst, das mache ich manchmal schon. Und dann ist es aber auch meistens berechtigt. Von daher, naja. Bisschen Rücksichtnahme. Ich muss das immerhin aufnehmen und es ist gar nicht leicht. Ja toll, jetzt habe ich nämlich viel zu viel beladen, seht ihr? Crap Metal. Nicht Scrap, sondern Crap. So, was? Ein Deathclaw Egg? Kann ich das irgendwie jetzt schon verarbeiten? Ne, leider nicht. War viel zu schwer beladen jetzt wieder. Habe ich irgendwas dabei, was ich doppelt habe? Guck mal, die 12 mm, kann ich die reparieren mit... Oh, dem Karabiner, der wiegt eh ein bisschen viel. Dann haben wir noch Blendgranaten, viel zu viele. Medizinstick, Polizeischrottflinte. Yeah. Der Gesichtshelm, ja, weiß auch nicht. Jetzt wird's hart. Hart. Ich habe viel zu viel von allem, ne? Rattenfleisch, fangen wir mal weg. So, erstmal das trinken. Pork and Beans. So, jetzt habe ich zwar irgendwie total alles Unnötige gefuttert, aber ich habe wieder Platz, ne? Ich habe wieder Platz. Braxo Cleaner, was soll ich denn damit? Ich habe irgendwas, was noch richtig schwer war, kann das sein? Irgendwas? Forceps, ja gut, die ganzen Parts sind vielleicht ein bisschen schwer. Packen wir mal ein paar weg. Ich sammle auch jeden Scheiß auf hier, ne? Seht ihr? So, Surgical Tubing, Wonder Glue habe ich auch viel zu viel. So, was haben wir noch? Das war's. Damit hätte ich wieder ein bisschen Platz. Kippen lasse ich auch mal liegen. Na gut, hier geht's wohl nicht weiter, so wie es ausschaut. Dann war das total... Oh nee, warte doch, da geht's hoch. Oder auch nicht. Es täuscht. Nee. Ich wollte auf jeden Fall noch zu diesem Haus hier. Zum Verwaltungsbüro in der 3rd Street. Das müsste das hier sein. Da komme ich aber auch rauf, oder? Ich habe nämlich eben den Schlafsack geholt und da waren wieder neue Gegner. So ganz nervige Typen waren das. Die hatten so diese Flammenwerfer, also diese, wie heißen die nicht Flammenwerfer, diese Patronen, wo sie dann diese Flammenbündel schießen auf mich, diese Kugeln, diese Projektile quasi, die dann brennen. Das macht nicht viel Schaden, aber es ist sehr anstrengend, weil es die ganze Zeit im Gesicht so ein bisschen fackelt, ne? Und Gesichtsfackeln ist eine Kombination, die nicht gut ist. Ich rede wieder scheiß Zeug zusammen. Naja. Ach, ach, total unauffällig, ne? Ja, nochmal mit. Die Barrel Cactus Fruit. Das war's hier schon, oder was? Okay, das ist wieder irgendwas verwirrtes Ödland. Schatzmeister-Terminal. Ich verstehe die Anspielung manchmal nicht. Kennwortgast akzeptiert. Willkommen im Zentralrechner. Bericht des Schatzmeisters. Jemand vom Amt sollte diese Jungs in der Wasseraufbereitungsanlage im Auge behalten. Das war der dritte Antrag auf zusätzliche Geldmittel, den ich diesen Monat ablehnen musste. Glauben die etwa, wir bestehen nur aus Geld? Man hat fast den Eindruck, als wollen sie diese Kommunisten gewinnen lassen. Interne E-Mail. Achtung an alle Basismitarbeiter. Greifen Sie auf die Demonstranten... Was? Nee, greifen Sie die Demonstranten außerhalb der Bauzone nicht an. Ich weiß, die Anwesenheit dieser freiheitsliebenden Nihilisten erfüllt mich mit der weißglühenden Wut der der kapitalistischen Gerechtigkeit. Aber das Amt hat etwas mit Ihnen vor und das sollten Sie besser nicht vermasseln. Commander Devlin. Aha. Memo von Commander Devlin. Achtung an alle Basismitarbeiter. Wir werden bald einen der größten amerikanischen Patrioten unserer Zeit zu Gast haben. General Wellesley höchstpersönlich. Wellesley, ja.
Für diejenigen unter Ihnen, die ahnungslos sind, der General ist der leitende Kontaktoffizier der Big MT Forschungsanlage. Er und sein Team besuchen uns, um unsere Gäste mitzunehmen und an einen Ort zu bringen, an dem sie ihrem Land einen Dienst erweisen können, ohne nach Patchouli zu stinken und sich LSD zu spritzen. Commander Devlin. Okay, LSD spritzen. Städtische Abwasserkanäle. Okay. Interesting. Interesting. Oh, ich habe Durst? Ja, wahrscheinlich, weil ich so viel Zeug gefressen habe. Man müsste sich da eigentlich auch überfressen können, oder? Dass man einfach zu viel Zeug bei sich trägt. Ich habe echt fast keine Munition mehr von allem. Das wird ein bisschen knapp. Okay, du Arsch schon wieder. Oh, ich habe eine Menge Brennstoff. Arsch. Ja, die Muni geht mir langsam aus. Ich muss ein bisschen sparsamer sein. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch mal die Signalpistole irgendwo rauflegen auf eine Taste. Warte, was habe ich denn zurzeit? Auf der 7 habe ich die Polizeischrotflinte. Da habe ich eh keine Muni mehr für, von daher passt das ganz gut. Oh! Zerstörter Augenbot. Ja, super. Das bringt jetzt voll viel, ne? Weil Idi ja noch auf meiner Seite ist. So sehe ich mehr, glaube ich, vom Kontrast her. Ist das da eine leere Whiskyflasche? Eine Krücke? Oh, da geht's ja rauf. Aber was wollen wir wetten, dass ich hier nicht rauf... Oh doch, da komme ich sogar rauf. Cool. Devil... The Divide. Devil habe ich jetzt irgendwie gelesen. Bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt ganz oben auf dem Gebäude? Das ist ja nett. Ich hab's mir so gedacht, dass in diesem Schrank hier noch lauter Zeug ist. Ja, es ist halt alles Quatsch, ne? Ich nehme nicht alles mit. Ja, Nuka-Cola. Oh! RNK, Aufstandskontrolle. Der hat doch auch eine super. Oh! Ah, ne. Schade, ich dachte, das wäre eine besondere Knarre. Aufstandskontrollengewehr oder so. Aha. Das ist doch die Rüstung, die ich jetzt habe, ne? Verbesserter Helm. Elite-Helm sogar. Wow. Sprache und Wahrnehmung. Wow, Leute, der ist echt viel besser. Vor allem kann ich es nicht reparieren. Doch, jetzt kann ich ihn reparieren. Alter Schwede. Geil. Elite-Aufstandsrüstung. Was hat die? Kritische Treffer 5, Schusswaffen 10, Charisma 1. Und die wiegt nicht so viel. Ja gut, die ist ziemlich kaputt, deswegen hat die wahrscheinlich ein bisschen weniger. Plus 4. Alter Schwede. Wie sehe ich jetzt aus? Wie geil ist das jetzt bitte? Sehe ich geil aus, ne? Sehe ich geil aus oder sehe ich geil aus? Alter Schwede. Das habt ihr gemeint. Das ist die beste Rüstung wahrscheinlich im Spiel jetzt. Also hier. Im DLC. Richtig cool, Leute. Die werde ich auf jeden Fall bis zum Schluss tragen. Warte. Warte, warte. Aber wenn ich jetzt hier individuelle Thumbnails hätte, was sich bei Fallout aber leider gar nicht so lohnt, würde ich das jetzt als Thumbnail nehmen. Geil. Guck mal, 100? 100? Volt 100 oder was? Richtig gut. Richtig gut, ne? Finde ich extrem sneaky, das Teil. Sehr sneaky. So, Forceps. Ne, habe ich erst alles weggeworfen. Okay. 7 von 20. Ja, ihr sagtet, ich habe eins übersehen, ein Poster, aber ich habe ja schon mal gesagt, hier soll es mir nicht so auf Vollständigkeit ankommen, da ich eh nicht alles finden werde. Von daher würde ich mich nur ärgern, hätte ich am Ende ein Poster nicht. Und das ist Quatsch. Oh, die brennen ja immer noch. Voll gut. So, komm, wie schnell ich jetzt bin. Kann ich eigentlich über das Maximum hinaus Schusswaffen zum Beispiel haben? Das wäre voll cool. Das wäre voll cool. Warte, habe ich irgendwelche Waffen, die kaputt sind? Ja, den will ich halt gerne verkaufen, aber... Würde ich alles gerne verkaufen, den Scheiß. So, den Big MT, der bringt mir ja nichts, den kann ich schlecht. Ja, komm. Ich habe so viele Reparaturkits, das ist... Kann ich ja mal ein bisschen dekadent sein, ne? Das ist so gut, das Gewehr.
Hätte ich halt nur mehr gute Munition dafür, aber ich will halt nicht so oft damit schießen. Die Treebeam Laser Rifle. Ja. Die könnte ich mal nutzen. Habe ich dafür ausreichend Munition? Na gut, ich habe nur die. Die restlichen habe ich hier, glaube ich, verkauft, ne? Oder weggeworfen. Ach, Kacke. Aber diese Laser Rifle, die ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann ja, wann ich will, zurück ins Ödland und mir dort wieder Nachschub holen. Aber das werde ich erstmal nicht tun, weil ihr habt mir zwar gesagt, die Kuriermeile, da brauche ich sehr viel Strahlenresistenz. Ach, das Dach des Boxwood. Da muss ich gar nicht mehr hier durch. Sehr gut. Ich gehe nämlich nicht nochmal durch die Höhle des Abaddon. Ihr wisst, wie es da aussieht. Kein Bock drauf. Ganz einfach. So. Zack. Das ist mir da echt ein bisschen zu düster da drin. Und hier ist es ja auch nicht besser. Was sagt denn die Uhr? Ja, das geht noch. Okay. Da bin ich rausgekommen, ne? Es ist hier eindeutig viel zu matschig, düster und braun. Ja, dieses ganze MRE. Ich muss nie wieder Essen mitnehmen. Das reicht mir bis ans Lebensende, glaube ich. Let it all end. Lass alles enden. Ich werde mal ein bisschen schleichen. Das macht ja eh keinen Unterschied von der Geschwindigkeit fast. Ich glaube, jetzt bin ich so schnell, als hätte ich eine Waffe gezogen. Krass, guck mal, das könnte jeden Moment runterfallen. Ist schon sehr heftig. Die Abwasserkläranlage, Abfallentsorgung und Ulysses Tempel. Ja. Ja. Ulysses Tempel. Dann haben wir es, glaube ich, schon fast durch, dieses DLC. Diesen DLC. Das ist ja der Content und nicht das Content oder die Content. Guten Tag, ist hier was? Nein. Das sind immer dieselben blöden Frühlingsoutfits und Pre-War, bla, ne? Immer. Das ist immer so was, was dann komplett random generiert wird, glaube ich, der Inhalt von Kleiderschränken. Oh. Ich schaff's bald noch. Leute, ich sage euch, ich schaff das. Bevor das Spiel fertig ist, habe ich meine 1000 Stimpacks. Aha. Und dann sagen sie mir alle, ich bin verrückt. Weil ich sage, ich will 1000 Stimpacks sammeln. Sie sagen mir, ich bin verrückt. Die Welt ist verrückt. Oh, oh. Okay. Oh, habe ich echt noch die... Nein. Nein. Nix wegwerfen hier. Hoppala. Das hat mich nämlich gestört, diese Kompassmarkierung immer noch. Okay. Das ist doch ein Todeskrallenkäfig. Oh, shit. Ja, ich hab's riskiert. Oh, das wäre dumm gewesen, hätte ich das verhauen, ne? Na komm. Ist alles so gewichtig. Fusionsbatterie ist alles Quatsch. Muss man sich mal vorstellen, so eine Batterie, in der eine Kernfusion stattfindet. Ich hab da eben was... War das eine Todeskralle? Oh ja. Das sind Todeskrallen. Oh, hi. Die sieht man so spät. Wieder an die Wand gepflockt. Na komm schon. Oh Gott. Die laufen auch so viel da rum. Das sind immer zwei Stück. Habt ihr nicht gesagt, mit der Signalpistole kann ich die verscheuchen? Ach Kacke, die laufen nicht so weit hier raus. Komm schon, lauf hier wieder hoch. Ja. Ja. Brav. Nein. Weiter nach rechts. Dreckvieh. Nicht da rumlaufen. Ja, komm ein bisschen weiter nach rechts, dass ich deinen Kopf wieder sehe. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nein. Ach, Kackstift. Ich will die ja nur ein bisschen anlocken, dass die herkommen. Ich glaube nicht, dass ich da durchschießen kann. Ne, ich treffe das Beinchen nicht. Oh, Kacke, die sind viel zu nah, ey. Oh nein. Mhm.
Lauf bloß weg, du Mistvieh. Alter Schwede, ich hab grad Angst. Komm her. Komm her. Ja gut, die brennt, aber die ist jetzt nicht geschockt, oder? Nein. Nein. Hat die Schiss jetzt? Ernsthaft? Ich sehe sie gar nicht. Oh nein. Und? Brennt. Ah, ist, ja, okay. Das gerät in Panik und flieht. Okay. Oh, komm, jetzt stirb doch. Alter Schwede. Warum auch immer das Vieh gerade so doof war, das hätte mich eigentlich zerreißen müssen. Was haben wir denn für eine... Oh, was ist das? 5? Oh, guck mal, die Helligkeit hier. Ist ja furchtbar. Man sieht gar nichts. Okay. Das ist alles rot. Sehe ich jetzt erst. Dankeschön. Oh, kacke, Leute. Warum ist hier so schlimm? Das ist echt schlimm, der DLC. Der ist richtig schwer. Also, ich sag euch, noch ein paar Level drunter und ich hätte es nicht geschafft. Ganz einfach. Ist wirklich so. Wer erwartet denn, dass man sowas auf Level 25 schafft? Ich bin fast 50. 46, glaube ich, habe ich. Krass. Krass, krass, krass. So, die verstecken sich da irgendwo, ne? Ah! Was war das denn? Ach, da oben! Pennergesicht. Oh nein. Alter Schwede, ich habe die gar nicht gesehen, weil es einfach so shitty dunkel ist hier. Einfach shitty dunkel ist das. Wo sind die denn? Pennergesichter. Gleich meine Knarre leer. Oh yeah! Was war das denn? Irgendwas ist in die Luft gegangen. Warte. Speergewehr. Ja, das war's jetzt nämlich hier mit, ne? Präzisionsgewehr, eher gesagt. Kann ich das hinpacken? Roter Schein. Pack uns auf den roten Schein. Oh, kacke. Komm her. Yes. Der sich auch nicht bewegt. Das war jetzt gerade richtig gut. Oh nein. Bleib doch mal stehen, bitte. Ja. Ja, ja, ja. Komm zurück. Ach Mann. Gott. Gut, 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 gut. Ich habe ja noch ein bisschen Muni. Oh, die geht mir gerade rapide flöten, meine ganze Munition, ne? Defekter Kühlschrank, so, so. Ja, ja. Der ist defekt und da haben sie Alkohol reingepackt. Könnte machen. Könnte man ja machen. Also ihr seht es schon, ich habe gravierende Probleme, mich hier zurechtzufinden. Das halt sehr, 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 sehr matschig und dunkel ist alles. Oh, das sieht cool aus irgendwie. Das ist eine umgestürzte Autobahnbrücke, oder? Ja, man sieht die Säulen hier. Krass. Muss man sich erstmal vorstellen, dass hier alles komplett explodiert ist und verwüstet. Aber teilweise sieht es dann doch wieder so aus, als wäre es geplant. Ja. Ist echt schwierig. Also ich muss sagen, macht mir schon Laune der DLC, aber der ist verdammt schwer. Es ist auch mal was anderes, ne? Wenn ich jetzt... Ihr sagtet ja, ich bin überlevelt. Hahaha. Von wegen bin ich überlevelt. Springt da nicht rüber. Weil ich stelle mich halt schlecht an, nehmt's wie ihr wollt, aber es ist halt echt nicht leicht. Energiezellen, super. Kann ich mal das Treebeam Laser Rifle. Oh ne, das war hier, ne? Ne, auch nicht. Wo habe ich denn das hingepackt? Nein. Ich habe das Treebeam Laser Rifle gar nicht reingepackt in meine Waffen. Kann ich denn das hin? Signalpistole auf die 5. Ne, 4. Medizinstick 3 habe ich den Ami. Erstmal auf den Medizinstick, den kann ich jetzt eh nicht mehr nutzen.
weil ich keine Muni habe. Ja gut, Überladung habe ich noch ein bisschen und hier kann ich auch nicht sehr viel mitschießen, aber immerhin. Oh, guck mal da. Und... Kabam! 14 von 30, die werde ich auch nicht alle finden, Leute. Machen wir uns keine Illusionen. Die Abwasserkläranlage. Aha. Oh, oh, oh. Rum. Oh nein! Oh, Kacke! Diese Arschgesichter. Arschgesichter seid ihr. Arschgesichtigen Penner, Else. So, nehmen wir das. Pearfruit, ne. Honey Mesquite. Cram. Ja, komm, nehmen wir das auch noch. Habe ich nicht da irgendwo ganz viele Sarsaparilla gehabt? Ja, das muss reichen jetzt. Weiß ich, ich löse eine Atomexplosion aus und die kleinen Sprengpacks, die überstehen das. Ist cool. So habe ich mir das vorgestellt. Ach, da ist dieser kaputte Kühlschrank, da werde ich nur wieder runtergehen. Also ich sehe halt nichts, guckt euch das mal an. Es ist so düster. Dieses Bogenschweißgerät, das ist so unnütz immer noch, bin ich der Meinung. Okay. Ich muss hier aber lang, ne? Dann gehe ich erst nochmal ganz kurz rüber zu den Todeskrallen. Die hätte ich auch umschleichen können, wenn ich mir das mal so überlege, ne? Ja, hätte ich gar nicht lang gehen müssen. Das Wasser, kann man das trinken? Ja, es geht sogar. Aha. Boah, ist das laut. Wo kommt denn das ganze Wasser her übrigens? Oh, lieber 12, geil. Lieber 12 ist immer nett. Aha. Also der Brennstoff ist gar nicht mal so übel. Oh, Notsignal, Funknotsignalfeuer. So, was ist das denn? Mayday, Mayday, Mayday! RNK-Soldatin Gleason bittet alle um Hilfe, die diesen Kanal abhören. Meine Einheit wurde ausgelöscht und ich werde an einem Ort namens die Kluft von einer gottverdammten Todeskralle festgenagelt. Bisher konnte ich sie mit Leuchtkörpern abschrecken, aber ich habe keinen Sprengstoff, um das Ding zu töten. Brauche Hilfe, brauche Hilfe! Mayday, Mayday, Mayday! RNK-Soldatin Gleason bittet alle um Hilfe, die diesen Kanal abhören. Ach du Scheiße. Ja, super. Da oben ist ein Dings wieder. Oh nein. Nein! Leck mich am Arsch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Leute. Das war wieder eine legendäre Todeskralle. Habt ihr gesehen? Rar! Oh ne. Okay, ist in Panik und flieht. Nehmen die. Okay. Nein, nein, nein. Oh, schön. Rar. Ach du heiliger Bimbam. Rars Kralle. Diese Kralle ist größer und furchterregender als die der kleinen Todeskrallen. Wenn Sie eine Werkbank finden, können Sie daraus vielleicht eine Waffe bauen. Geil. Richtig geil, Leute. Da kann ich mir jetzt wahrscheinlich dann eine super Todeskrallen-Handschuh-Waffe basteln oder so. Voll gut. Voll, voll gut. Hihi. Rar. Das hört sich irgendwie ein bisschen sexualisiert an. Rar. Ne? Naja. Sexualized. Deathclaw. Ist sexualized. Warte mal. Ich will mich erstmal hier umsehen, bevor ich das Ding sprenge. Wahrscheinlich hätte ich das wirklich nutzen können für die Todeskralle. Dass die dann da reinrennt und stirbt durch die Explosion. Oh Gott. Oh Gott. Na komm, nehmen wir die mal mit. Ich stehe ja nicht so auf Plasmawaffen, aber wenn ich keine andere Wahl habe, was Munition angeht, dann wird es ein bisschen heftig. Okay.
Ah ne, wisst ihr was? Ich mache hier eine Pause. Haha, ich sehe nämlich gerade, der Part ist lang genug. Leute, lasst mir Liebe da. Schreibt mir was Schönes unter das Video. Vor allem Likes geben, wenn ihr möchtet. Das lässt in letzter Zeit ja so ein bisschen nach und dafür kommt eher die andere Seite. Naja. Pennergesichter halt. Leute, ich freue mich auf euch, wenn es wieder heißt Fallout New Vegas, Lonesome Road.